So, herzlich willkommen, frohes neues Jahr zur vorletzten Vorlesung bzw. zum letzten inhaltlichen Block in der elementaren diskreten Mathematik. Ist jetzt ein bisschen abstrakt, das letzte Thema, deswegen ist es aber auch das letzte Thema Relationen, Funktionen und algebraische Strukturen. Kommt auch in den anderen einführenden Lehrveranstaltungen zum Teil auch vor. Deswegen wäre es vielleicht eigentlich auch ganz vernünftig, das eher am Anfang des Semesters zu machen, aber es gibt halt auch Gründe, das eher am Ende des Semesters zu machen. Sie haben sicherlich was über Funktionen gehört, falls Sie schon die Analysis belegen, und Sie haben sicher schon was über bestimmte algebraische Strukturen gehört, wie etwa eine Gruppe, wenn Sie parallel die lineare Algebra 1 besuchen. Wenn Sie noch keins von beiden besuchen, lernen Sie es halt jetzt kennen. Und Relationen kommen eigentlich auch in so gut wie allen fachmathematischen Lehrveranstaltungen vor. Zumindest zwei spezielle Typen von Relationen sind besonders interessant, nämlich Äquivalenz- und Ordnungsrelationen. Ja, es gibt auch wieder zumindest eine interaktive Frage, wenn man sich da anmelden will. Aber sonst bleibt die halt weniger interaktiv. Fangen wir mal an. Überschrieben habe ich das mit Beziehung und Verknüpfung strukturell erfassen. Vielleicht so ein paar Worte dazu, was da eigentlich der Hintergedanke ist, wobei Sie davon dann sonst in dieser Lehrveranstaltung eigentlich eher wenig mitbekommen, weil wir zwar die Begriffe Relation, Funktion und ein paar algebraische Strukturen kennenlernen, dann aber gar nicht mehr so furchtbar viel damit machen. Das macht man dann halt in weiterführenden Lehrveranstaltungen. Relation, wer so ein bisschen Englisch kann, merkt, dass das was mit Beziehungen zu tun haben könnte. Man kann ja überlegen, wie gewisse Zahlen zueinander in Beziehung stehen. Zum Beispiel kann eine Zahl kleiner sein als die andere. Oder, was wir auch schon gesehen haben, es können ja zwei Zahlen beim Teilen durch drei meinetwegen den Rest zwei lassen. Und damit stehen die in einer bestimmten Beziehung. Und für diese Beziehung führt man den Begriff Relation ein. So. Andererseits gibt es auch sowas wie Funktionen, wo man gewissen Objekten andere Objekte in eindeutiger Weise zuordnet. Und man kann, wobei das historisch gesehen erst sehr spät passiert ist, Funktionen auch als eine spezielle Art von Relationen auffassen. Muss man aber eigentlich nicht, ne? Also so gut 200 Jahre lang hat man mit Funktionen rumgetan, ohne dass man die als spezielle Relationen aufgefasst hat. Es sind sowieso die Begriffe, witzigerweise Funktion und Relation, relativ jung. Also man hat sich schon über Ableitungen Gedanken gemacht und insbesondere über Integrale, bevor es überhaupt einen Funktionsbegriff gab. Das ist quasi, die Analysis macht das eigentlich historisch genau in der falschen Reihenfolge. Da lernt man erst was über Mengen und so. Das ist aber so ziemlich das Jüngste, was es überhaupt in der Analysis gibt. Es gibt halt Gründe dafür, warum man das so macht. So, und jetzt bei diesen Relationen, Funktionen, algebraische Strukturen. Jetzt müssen Sie auch fragen, was sind Verknüpfungen? Ja, zum Beispiel sowas wie Plus. Ich kann zwei Zahlen A und B miteinander verknüpfen und dann entsteht eine neue Zahl C, die nenne ich dann die Summe. Das ist eine Verknüpfung. Und die Idee ist jetzt, das geht eben nicht nur für Zahlen, sondern für alle möglichen Mengen. Und man kann dann wiederkehrende Strukturen erkennen, wo sich quasi andere Mengen so ähnlich verhalten wie Zahlen. Und wenn man dann gewisse Sachen allgemein bewiesen hat, allgemein immer, wenn so eine Relation meinetwegen symmetrisch ist, dann gilt auch so und so, dann weiß man das eben für alle möglichen Auftretensfälle. Die Idee ist eben, dass man nochmal verallgemeinert, was so Eigenschaften von Zahlen und sowas sind, um das dann potenziell auch auf andere Bereiche anzuwenden. Wir jetzt in der Vorlesung wenden es aber im Prinzip natürlich noch auf Zahlen und Zahlbereiche an, weil wir ja nichts anderes haben in der elementaren diskreten Mathematik. Teilweise noch auf Mengen. Wir haben ja so ein bisschen Mengen allgemein gemacht. So, und in der Analysis und linearen Algebra wendet man das dann aber zum Teil schon auf ganz andere Dinge an.
Du wisst ja zum Beispiel, dass ein Vektorraum was ziemlich Allgemeines ist. Da kann man ja als alle Elemente zum Beispiel alle, was geht da? Ich glaube, alle Polynomfunktionen bilden mit bestimmten Verknüpfungen einen Vektorraum. So eine Polynomfunktion, aber ziemlich was anderes als eine Zahl. So, also Relation. Das ist erstmal sehr allgemein. Es ist so ziemlich alles eine Relation. Nämlich, wenn man zwei nicht leere Mengen hat, leere Mengen ist immer ein bisschen langweilig, dann ist jede Teilmenge des kartesischen Produkts A kreuz B eine zweistellige Relation zwischen A und B. So, jetzt kann man, das ist jetzt so ein bisschen allgemein gesagt, wie kann man sich das vorstellen? Stellen Sie sich vor, also nehmen wir mal an, Sie haben endlich viele Elemente, dann könnte man das praktisch auch so machen. Da legen Sie eine Tabelle an, meinetwegen in den Zeilen sind die ganzen Elemente der Menge A aufgelistet. Ja, also zum Beispiel Sie, die Sie hier sitzen, von jedem steht da Ihr Name. Sie sind ja alle zusammengenommen eine Menge. Und die andere Menge machen Sie in Spalten. Sagen wir mal die Noten 1 bis 6. So. Und jetzt können wir in die Tabelle irgendwelche Kreuze machen. Irgendwie, also, und das ist immer eine Relation. Also ich kann gar kein Kreuz reinmachen. Das ist, keiner ist zur Prüfung angetreten, niemand hat je bestanden und so weiter. Ist eine Relation. Ich kann überall ein Kreuz hinmachen. Jeder von Ihnen hat 6-mal an der Prüfung teilgenommen und jedes Mal eine andere Note bekommen. Es gibt ja nur 5, na doch, es gibt nur 5 Noten in Österreich. Ne? Also 5. Entschuldigung. Ja, ich bin da immer noch unsicher. In der Schweiz gibt es übrigens 10 Noten und die Hälfte davon sind nicht bestanden. Und dann auch noch falsch rum, wie in Österreich. Das ist merkwürdig. Ja, gut. Oder ich kann auch bei jedem genau ein Kreuz reinmachen. Dann habe ich eine ganz spezielle Relation. Und, aber all diese Ausfüllmöglichkeiten sind Relationen. Jede Möglichkeit, so eine Tabelle. So, und wenn Sie unendlich viele haben, müssen Sie sich das auch so vorstellen, dass man sagt, da dürfen halt Kreuze sein oder dürfen nicht. Es kommen jetzt auch Beispiele. So, hier sind die mal geplottet. Nehmen wir mal an, wir nehmen als A und B beides mal die Menge N und wir nehmen nur mal die ersten 12 Elemente, lassen wir uns anzeigen, also von 1 bis 12. Und jetzt kann ich zum Beispiel eine Relation benennen, y ist kleiner gleich x. Und jetzt haben Sie hier quasi so die Tabelle. Also hier sind die x und nach oben sind die y. Und immer dann, wenn die in Relation stehen, also wenn y kleiner gleich x richtig ist, mache ich da einen Fleck hin. Und wenn ich keinen Fleck hin mache, dann stehen die nicht in Relation. Dann sieht das so aus. So, oder ich könnte das machen, dass ich sage, y modulo 3 soll dasselbe sein wie x modulo 3. Also beim Teilen durch 3 sollen die denselben Rest lassen. So, 1 lässt denselben Rest wie 1. 4 lässt aber auch denselben Rest wie 1. 7 lässt denselben Rest wie 1. 10 lässt denselben Rest wie 1. So. Dann entsteht das Bild, was daneben ist. Oder ich kann sagen, y ist ein Teiler von x. Dann würde zum Beispiel dieses Bild entstehen. Ich könnte aber auch sagen, y ist gleich x. Und dann würde als Bild, als Relation quasi nur die Gerade mit diesen Punkten entstehen. Und sonst wäre überall gar nichts. So. Oder ich könnte auch y ist ungleich x hinschreiben. Dann hätte ich genau die ganze Ebene mit Punkten befüllt, außer diese erste Hauptdiagonale, die wäre leer. Das sind alles Relationen. Jetzt merkt man auch schon, dass das nicht so furchtbar spannend ist, weil so ziemlich alles Relation ist. Jetzt braucht man gewisse Eigenschaften, die dann die Relation interessanter machen. Hier sind noch ein paar weitere Beispiele, um auch mal Beispiele zu haben, wo die Mengen nicht immer beide dieselben sind. Beim ersten nehmen wir A und B sind irgendwelche Mengen, ne, aus so einem Universum von Mengen Omega. Also Elemente der Potenzmenge von Omega. Und wir sagen, zwei Mengen stehen dann, genau dann in Relation. A steht in Relation zu B, wenn A eine Teilmenge von B ist. Man muss das ist immer einseitig. Ich sage, sie stehen zueinander, ist eigentlich falsch. Das würde nur gelten, wenn die Relation symmetrisch ist. A soll in Relation zu B stehen, wenn A eine Teilmenge von B ist. Und dann steht natürlich nicht automatisch B in Relation zu A,
Also Sie können ja zum Beispiel sagen, die natürlichen Zahlen sind eine Teilmenge der rationalen Zahlen. Aber die rationalen Zahlen sind ja keine Teilmenge der natürlichen Zahlen. Und da merkt man schon, das wäre eine besondere Eigenschaft einer Relation, die man dann symmetrisch nennt. So. G und H sind Geraden, die zum Beispiel für diese zweite jetzt gegeben wären. Wenn Sie sagen, G und H sind zwei Geraden aus der Menge aller Geraden, zum Beispiel in der Ebene, und Sie sagen, G steht in Relation zu H, genau dann, wenn G parallel zu H ist, dann wissen Sie vielleicht, dass das symmetrisch ist. Also wenn die eine gerade parallel zu der zweiten ist, dann ist die zweite auch zu der ersten parallel. Das geht irgendwie gar nicht anders. Und hier steht P ist, da geht es gar nicht, das kann gar nicht symmetrisch sein. P ist ein Punkt einer Geraden, ist ein Punkt, G ist eine Gerade. P steht in Relation mit G, genau dann, wenn P ein Element von G ist. Das geht natürlich umgekehrt gar nicht. Ne? Eine Gerade kann ja gar nicht Element eines Punkts sein. Wenn man Geraden definiert als Mengen von Punkten mit bestimmten Eigenschaften, dann kann man sagen, ein Punkt ist Element einer Geraden. Aber man kann umgekehrt gar nicht sagen, eine Gerade ist Element eines Punkts. Das funktioniert gar nicht. Also da würde die Frage der Symmetrie gar keinen Sinn ergeben. Das funktioniert eigentlich nur dann, wenn diese beiden Mengen, aus denen die Objekte da genommen werden, zweimal dieselbe Menge sind. Und das ist eben bei diesen ersten beiden Beispielen der Fall. Hier nehme ich irgendwelche zwei Mengen aus der Potenzmenge, hier nehme ich irgendwelche zwei Geraden aus der Menge als der Geraden, aber hier nehme ich einen Punkt aus der Menge der Punkte und eine Gerade aus der Menge der Geraden. Da kann ich gar nicht sinnvoll nach Symmetrie fragen. So, jetzt kann ich auch noch sagen, wenn man jetzt so halbalberne Beispiele nehmen möchte oder welche, wo man sich das gut vorstellen kann, sind eigentlich immer so Relationen zwischen Menschen ganz hilfreich. Relation heißt ja auch irgendwie verwandt sein mit. Also wenn Sie sagen, A ist verwandt mit B, ist das auch eine Relation. Das kann man sich auch wieder überlegen. Wir machen jetzt erstmal immer nur symmetrisch, weil das so intuitiv eigentlich klar ist, was das heißt. Also wenn jemand mit mir verwandt bin, dann bin ich auch mit dem verwandt. Genauso bei verschwägert. Das heißt ja quasi, meinetwegen mein Bruder hat eine Frau, die ist mit mir verschwägert. Ich bin dann aber auch, also die ist mit mir verschwägert und ich bin mit ihr verschwägert via meinem Bruder. Das gilt also auch in beide Richtungen. So, A ist weder verwandt noch verschwägert mit B. Da merkt man das auch, das funktioniert auch symmetrisch. Und jetzt wird es schwierig. A ist Sohn, Tochter, Mutter, Vater von B. Ist eher nicht so symmetrisch, außer Sie gucken vielleicht zu viel Futurama. Ja. Da gibt es da so einen Fall, wo der da in die Vergangenheit reist und sein eigener Großvater wird. Aber im Normalfall ist das nicht möglich, dass man gleichzeitig sein eigener Vater ist. Jetzt gibt es noch andere Eigenschaften. Über symmetrisch haben wir schon viel geredet. Auch eine wichtige Eigenschaft, die man natürlich nur sinnvoll untersuchen kann. Da sieht man schon, diese ganzen binären Relationen, die jetzt angeschaut werden, da ist immer vorausgesetzt, dass die beiden Mengen, um die es geht, dieselbe Menge sind. Also sowas wie Punkt und Gerade kommt da gar nicht mehr vor. Da steht eine Relation als Teilmenge von A Kreuz A. Da ist vorausgesetzt, dass beide Mengen dieselben sind. So, reflexiv heißt, steht ein Element mit sich selbst in Beziehung. So, jetzt können Sie da wieder sagen, ne, bei Vater und so funktioniert das normalerweise auch nicht. Man ist nicht sein eigener Vater. Das ist ein gutes Beispiel für irreflexiv. Niemand ist sein eigener Vater. So, es gibt auch reflexiv, das heißt, Sie könnten jetzt sagen, ich definiere Verwandtschaft so, dass jeder mit sich selbst verwandt ist. So, aber was sicherlich richtig ist, wenn Sie auf der Menge der Menschen eine Relation bilden, die lautet, hat denselben Vornamen wie, dann ist das offensichtlich reflexiv. Es sei denn, Sie haben Doppelnamen. Und manchmal nennen Sie sich so wie der erste Name und dann nennen Sie sich so wie der zweite. Aber im Allgemeinen würde man sagen, das ist reflexiv. Es gibt auch Relationen, die weder das eine noch das andere sind. Da kriegen wir vielleicht nachher noch mal ein Beispiel für.
Also es ist hier tatsächlich eine Dreierunterscheidung zu treffen. Eine Relation kann entweder reflexiv sein, das heißt, jedes Element steht auch mit sich selbst in Beziehung. Die kann irreflexiv sein, kein Element steht mit sich selbst in Beziehung. Und dann gibt es noch den dritten Fall, naja, es gibt ein paar, die stehen mit sich in Beziehung und es gibt ein paar, die stehen sich nicht in Beziehung. Da sagt man dann, das ist weder reflexiv noch irreflexiv. Da gibt es aber keinen Namen für. So, jetzt geht's weiter. Symmetrisch, asymmetrisch, antisymmetrisch gehören eigentlich auch zusammen. Wenn man jetzt überprüfen will, ob eine bestimmte Eigenschaft vorliegt und man überprüft reflexiv und stellt fest, das ist reflexiv, dann brauche ich natürlich gar nicht mehr gucken, ob es irreflexiv ist, weil die sich gegenseitig ausschließen. Und genauso ist das bei symmetrisch, asymmetrisch und antisymmetrisch. Wenn es eins von den dreien ist, kann es die anderen zwei nicht sein. Aber das Ärgerliche ist, wenn es nicht symmetrisch ist und nicht asymmetrisch, muss man immer noch gucken, ob es antisymmetrisch ist, weil es könnte immer noch eins sein, was alle drei Eigenschaften nicht hat. Aber wenn man eins gefunden hat, ist man sozusagen durch und kann dann sagen, okay, wenn ich symmetrisch habe, brauche ich bei asymmetrisch und antisymmetrisch natürlich nicht mehr schauen. So, symmetrisch war uns klar. Asymmetrisch bedeutet, A steht in Relation zu B, dann steht immer nicht B in Relation zu A. Das ist zum Beispiel üblicherweise so, wenn Sie sagen, Prüfer und Geprüfter in einer Prüfungssituation. Das nennt man üblicherweise eine asymmetrische Relation, weil man in der Prüfung normalerweise nicht gleichzeitig Prüfer und Geprüfter ist. So, das geht irgendwie nicht. So. Prüfen ist also eine Relation, die eine klare Richtung hat, könnte man sagen. So, jetzt gibt es noch antisymmetrisch, das ist ein bisschen kompliziert. Da steht, wenn A und B, A steht in Relation zu B und B steht in Relation zu A, das gilt genau dann, wenn A dasselbe ist wie B. So, also das ist sozusagen asymmetrisch, außer für den Fall, dass beides dasselbe ist. So, jetzt kann man sagen, in der Prüfungssituation könnte das vielleicht auch vorliegen. Da könnte man sagen, wenn man sich selbst prüft, ist man ja gleichzeitig Prüfer und Geprüfter. Ist aber eigentlich Quatsch, weil der Fall tritt gar nicht auf. Wir werden aber Beispiele sehen, wo man Relationen sieht, wo das so ist. Zum Beispiel kleiner gleich ist eigentlich das typische Beispiel dafür. Wenn A kleiner gleich B ist, und B ist kleiner gleich A, das kann nur auftreten, wenn A gleich B ist, sonst nicht. Das ist sozusagen das Musterbeispiel für antisymmetrisch, wohingegen die echt kleiner Relation ist das Musterbeispiel für asymmetrisch. Wenn A kleiner als B ist, dann kann nie B kleiner als A sein gleichzeitig. Das gibt's nicht. Dass es asymmetrisch und antisymmetrisch ist, das gibt's normalerweise nicht, außer das ist eh dasselbe. Transitiv. Wenn A, das ist einfach die Fortsetzung. Also wenn Sie mein Bruder wären, ja, und er wäre Ihr Bruder, dann wäre er auch mein Bruder. Das setzt sich quasi fort. Oder wenn ich verwandt mit Ihnen bin und so weiter. Ist eigentlich auch relativ klar, was das ist. So, jetzt sind hier die Beispiele, an denen man sich die Sachen am besten immer klar machen kann, sind die Ordnungs- und Gleichheitsrelationen. Kleiner, hatten wir schon gesehen, Zahlen sind nicht kleiner wie sie selbst, niemals. Also keine Zahl ist kleiner als sie selbst. Das ist immer irreflexiv. Also es ist immer nicht gegeben, dass beides gilt, also ist das irreflexiv. Wenn A kleiner als B ist und B ist kleiner als C, dann ist A auch kleiner als C. Das ist also transitiv. Und es ist asymmetrisch, weil man es nicht umdrehen kann. Wenn A kleiner als B ist, dann ist B nicht kleiner als A. Das gibt es nicht. So, und reflexiv, transitiv und antisymmetrisch ist eben, wenn man daraus ein kleiner gleich macht. Das Gleichheitszeichen ist reflexiv, transitiv und symmetrisch. Das hat all die Eigenschaften. Ja. Eine Zahl ist gleich wie sie selbst.
Und wenn eine wenn A gleich B ist, ist B auch gleich A. Und wenn A gleich B ist und B ist gleich C, dann ist C auch gleich A. So, und irreflexiv, nicht transitiv, aber zumindest noch symmetrisch, ist die Ungleichheit. Keine Zahl ist ungleich wie sie selbst. Wenn A ungleich B ist und B ist ungleich C, dann kann aber trotzdem C gleich A sein. Ne? Wenn 3 ist ungleich 4 und 4 ist ungleich 3, aber 3 ist gleich 3. Also ist das nicht transitiv. Nicht transitiv kommt eigentlich gar nicht so oft vor. Viele, viele Relationen sind transitiv. So, dafür ist es aber symmetrisch. Wenn A ungleich B ist, ist B auch ungleich A. Das ist wurscht. Wir gucken uns nachher auch mal in Beispielen an, wie man das dann beweist. Das ist ja dann für die Übung auch irgendwie wichtig. Jetzt haben wir es uns eher immer so ein bisschen so plausibilisiert. So, jetzt gäbe es noch ein paar Tests. Da aber niemand angemeldet ist, können wir ja vielleicht das einfach so live durchgehen. Die erste Relation ist so ein bisschen komplizierter. Da sollen zwei Zahlen dann in Relation stehen, wenn ihre Summe kleiner als 100 ist. Wenn die Summe größer als 100 ist, dann stehen sie nicht mehr in Relation zueinander. Das sagt die erste Aussage. So. Können wir ja mal, womit wollen wir anfangen? Was ist denn da gefragt? Reflexiv ist gefragt. Also wenn A plus B kleiner als 100 ist, ist das dann, ist das reflexiv? Reflexiv heißt, da müsste A zu A in Beziehung stehen. Glaube ich nicht, ne? Warum? Jetzt können wir gleich darüber reden, wie man das beweist. Wenn man es nicht glaubt, braucht man ja immer nur ein Gegenbeispiel finden. Ah, okay, jetzt hat doch jemand was abgestimmt. Okay, A ist der Bruder von B, ist das reflexiv. Aha. Sind Sie Ihr eigener Bruder? Ich glaube nicht. Das funktioniert dann schon nicht, wenn Sie eine Schwester haben. Dann sind Sie nicht Ihr Bruder. Aber also Sie, die Ihre Schwester ist aber nicht selbst Ihr Bruder. Also ist ja nicht Ihr eigener Bruder. Also das funktioniert mit reflexiv nicht. Schauen wir mal, bei der Teilbarkeit ist auch nicht reflexiv. Doch, ist reflexiv. Teilbarkeit ist reflexiv. Jede Zahl teilt sich selbst. Jede natürliche Zahl teilt sich brav selbst. Also die stehen in Relation dann, wenn A B teilt. Und natürlich teilt A immer A, also ist das reflexiv. So, und zweitens, zwei Mengen sollen in Relation stehen dann, wenn die, was ist das, Schnittmenge die leere Menge ist. Das funktioniert auch nicht. Das kann auch nicht reflexiv sein. Weil wenn ich eine Menge mit sich selbst schneide, kommt ja wieder die Menge raus. So, jetzt können wir oben noch überlegen, wenn Sie zum Beispiel mal nehmen, 17 plus, nehmen wir was anderes, 90 plus 5 würde hinhauen, also würden 90 und 5 zueinander in Relation stehen, weil 90 plus 5 ist kleiner als 100, das haut hin. Aber 90 plus 90 ist irgendwie größer als 100. Also ist das nicht reflexiv. Das ist auch ein gutes Beispiel, das erste, weil das auch ein Beispiel dafür ist, dass das aber auch nicht irreflexiv ist. Es gilt zwar, 90 plus 90 ist größer als 100. Und ich hatte gesagt, 90 plus 5 steht in Relation zueinander. Und wenn ich jetzt mal überlege, 5 plus 5, steht aber auch in Relation zueinander. Also für alle Zahlen kleiner als 50 oder ja, kleiner als 50, muss man sagen, haut das hin. Da wäre es sozusagen reflexiv. Und für alle Zahlen größer als 50 ist es dann auf einmal irreflexiv. Da haut es gar nicht mehr hin. Steht keine mehr mit sich selbst in Beziehung. Das heißt, insgesamt ist es weder reflexiv noch irreflexiv. Gucken wir auch bei dem zweiten. Bei keiner Menge ist das so, wenn ich die Menge mit sich selbst schneide, dass die leere Menge rauskommt. Außer bei der leeren Menge, könnten Sie jetzt einwenden.
Und dann haben sie gewonnen, also ist es weder reflexiv noch irreflexiv, wenn man ganz streng ist, außer man formuliert den Satz direkt für A und B aus der Menge der nicht leeren Mengen, dann wäre es irreflexiv. So, und A teilt B, das hatten wir schon gesagt, ist eh reflexiv und A ist der Bruder vom B. Ja, man nennt sich eigentlich nicht selbst seinen eigenen Bruder und zumindest funktioniert das. Das ist eigentlich ein schlechtes Beispiel auch, weil man sagen kann, A ist der Bruder von B, da könnte B ja auch aus der Menge der Menschen stammen, die weiblich sind oder sich dafür halten. In dem Fall könnte man ja die Relation gar nicht umdrehen. Ich habe ja gerade gesagt, da müsst ihr eigentlich sagen, A und B stammen aus der Menge derjenigen, die sich überhaupt als potenzielle Brüder fühlen, damit das funktionieren kann. Sonst ist die Frage gar nicht sinnvoll, das als reflexiv zu bezeichnen. So, jetzt gucken wir mal symmetrisch. Ja, das ist wieder ein bisschen gemein. Ja. Also nehmen Sie hier da müssen wir ja auch wieder gucken. Jetzt habe ich eigentlich wieder genau dieselben Dinger hier stehen. Hier kommt es jetzt drauf an. Wenn Sie jetzt sagen, Sie nehmen als die Menge aller Menschen als Grundmenge, dann können Sie sagen, das ist nicht symmetrisch. Weil jetzt könnte ja A der Bruder sein und B ist die Schwester. So. Dann ist das natürlich nicht symmetrisch, weil die Schwester ist ja nicht der Bruder von. Ne? So. Und wenn Sie sagen, ich mache das nur auf der Menge aller Männer, dann würde ich sagen, das ist symmetrisch. Wenn A der Bruder von B ist, ist B auch der Bruder von A. Da hängt es sozusagen davon ab, was ich hier als Obermenge überhaupt annehme, bei der letzten Frage. So, bei der Teilbarkeit, das ist wieder dieser Fall, wo symmetrisch nicht immer stimmt, aber es auch Fälle gibt, wo es stimmt. Also wenn, und zwar ist das nicht genau der berühmte Fall der Antisymmetrie. Wenn die Zahl gleich ist, dann gilt A teilt B, genau dann, wenn B teilt A gilt. Und sonst gilt das aber immer nur in eine Richtung. Wenn 2 teilt 4 gilt, kann nicht gelten 4 teilt 2. Das gilt wirklich nur dann, wenn es gleich ist. Oder sonst ist es nicht symmetrisch. Und das ist genau dieser Fall, der Antisymmetrie heißt. So, wenn A geschnitten B die leere Menge ist, dann ist B geschnitten A aber auch die leere Menge, weil beim Schneiden kommt das gar nicht drauf an, was vorne und was hinten steht. Ob Sie sagen, ich schneide die Menge mit der Menge oder der Menge mit die Menge, das kommt auf selber raus, das ist immer symmetrisch. So, und A plus B kleiner 100 ist auch symmetrisch. Hier wäre es auch relativ leicht zu beweisen, Sie können einfach sagen, die Addition ist ja kommutativ. Also bei A plus B kommt dasselbe raus wie bei B plus A. Und deswegen, wenn A plus B kleiner als 100 ist, gilt ja dann automatisch auch B plus A kleiner 100. Das weiß ich schon, weil die Addition einfach kommutativ ist. Also ist die Relation, die da oben steht, symmetrisch. Also hier war dann doch sehr viel symmetrisch. Außer Sie sind bei dem letzten so, dass Sie sozusagen auch Schwestern zulassen, dann stimmt es halt nicht. Das wird hier live sogar durch Zurücknehmen mit ausgedrückt. Gut, ja. Also so gefällt mir das Ergebnis. So passt das ganz gut. Wir gucken gleich nochmal ein anderes Beispiel an, aber vorher muss noch ein bisschen was zu Äquivalenzrelationen und so sagen. Und dann schauen wir uns nochmal ein etwas komplexeres Beispiel an und da auch, wie man das dann aufschreiben kann. So, welche Relationen sind transitiv, gibt es vorher noch. Das werden wir auch eben schnell durchgehen. Wenn A der Bruder von B ist und B ist der Bruder von C, dann ist A auch der Bruder von C. Stimmt wieder dann, wenn wir uns auf der Menge der männlichen oder sich männlich empfindenden Menschen befinden und sonst eben nicht. Weil dann hätten wir wieder das Problem, dass da irgendwo in der Kette auch mal eine Schwester vorkommen könnte. So, bei der Teilbarkeit, wenn A B teilt und B teilt C, das haut hin. Ne? So, da kann man jetzt auch mal überlegen, wie man das beweisen kann. Da kann man ja einfach schreiben, da kann man ja sowas schreiben wie, wenn A B teilt, dann kann ich einfach B schreiben als K mal A. Und wenn
B C teilt, dann kann ich aber wieder schreiben, C ist gleich L mal B. Und jetzt kann ich das einfach einsetzen und dann steht da K mal L mal A. Und damit sehe ich sofort, dass das durch A teilbar ist. Also da ist relativ klar, wie man das beweisen kann. So, wenn die Schnittmenge von A und B leer ist und die Schnittmenge von B und C leer ist, muss dann auch die Schnittmenge von A und C leer sein. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr überlegen. Wenn die Schnittmenge von A und B leer ist. Muss das transitiv? Mal schauen, was ich da letztes Jahr gesagt habe. Ich weiß, jetzt komme ich spontan. Was? Achso, da muss ich auf Lösung klicken, oder? Ja, so. Ja, da ist es scheinbar nicht der Fall. Das müssen wir uns jetzt gleich mal mit einem Beispiel überlegen. Das habe ich mir vorher leider nicht mehr angeschaut. Eine leere Schnittmenge hätten zum Beispiel die durch, ich wollte jetzt irgendwas mit teilbaren Zahlen, die geraden Zahlen, na, das kann ich nicht machen. Das muss man vielleicht, das kriegen wir vielleicht durch eine einfache endliche Menge mal hin. Sagen wir mal 2, 4, 6, 8 nehmen wir als die erste Menge und 1, 3, 5, 7, 9 als die zweite Menge. Ja, ja, ist ganz leicht. Und als die dritte Menge nehmen wir 2, 4, 6, 8, 10. Ne? Und schon haben wir unser Gegenbeispiel. Erste Menge und zweite Menge. Schnittmenge ist leer. Zweite Menge und dritte Menge. Schnittmenge ist leer. Erste Menge und zweite Menge. Erste Menge und dritte Menge. Schnittmenge ist eindeutig nicht leer. So, einfachstes Beispiel wäre eigentlich gewesen, ich nehme unten nochmal wieder 2, 4, 6, 8. Dann ist es so. Aber so ist es noch schöner eigentlich, weil man wirklich drei verschiedene Mengen hat. Aber es ist leicht und damit ist man schon fertig. Das wird als Beweis reichen. So, jetzt überlegen wir uns das auch nochmal für das Oberste. Warum haut das nicht hin? Da muss man ja auch wieder einfach mit Zahlen gucken. Also, dass wir zum Beispiel sowas nehmen wie 90 plus 5 ist kleiner als 100. 5 plus 95 ist auch immer noch kleiner als 100. Ja. So, aber 90 plus 95 ist irgendwie nicht kleiner als 100. Das haut nicht hin. Also das ist leider auch nicht transitiv. Beziehungsweise ich könnte auch hinten wieder die 90 nehmen. Dann hätten wir wieder den Fall, wo ich vorne und hinten einfach das A hinschreibe. Okay, damit haben wir das auch geklärt. So, für transitiv ist witzigerweise auch das Einzige, wo man einfach nur gucken muss, ist das jetzt transitiv oder nicht? Also es gibt nicht antitransitiv und dann noch irgendwas Drittes. Also bei transitiv gibt es nur transitiv oder ist nicht transitiv. Äquivalenzrelationen, das sind eigentlich so für Mathematiker mit die wichtigsten Relationen. Das sind die Relationen, die reflexiv, transitiv und symmetrisch sind. Man schreibt dann auch zur Verdeutlichung, die haben so ein eigenes Zeichen, so die Hälfte von einem ungefähr Gleichzeichen. Oder in LaTeX slash rel. Dann kriegt man diesen geschlingelten Dings. Die stehen in Äquivalenzrelation zueinander. Reflexiv, transitiv und symmetrisch. Und das heißt, also symmetrisch, da kann man dann wirklich jetzt sagen, die stehen in Äquivalenzrelation zueinander, weil es ja immer so ist, dass wenn A in Relation zu B steht, B auch in Relation zu A steht. So, mit eines der frühesten Beispiele, das man hat. Das allerfrühste ist die Gleichheit.
Weil das ist sozusagen, die Äquivalenzrelation ist einfach eine Verallgemeinerung der Gleichheit. Wenn zwei Zahlen gleich sind, jede Zahl ist dasselbe wie sie selbst, wenn die erste Zahl dieselbe ist wie die zweite und die zweite ist dieselbe wie die dritte, ist die erste auch die dritte. Und wenn die erste dieselbe ist wie die zweite, ist die zweite auch dieselbe wie die erste. So, das ist sozusagen eine Verallgemeinerung von Gleichheit. Eine etwas abgeschwächte Gleichheit ist eine Äquivalenzrelation. So, das zweite relativ leichte Beispiel, was man kennenlernt in der Schule von einer Äquivalenzrelation, ohne dass man das so nennt in der Schule, beziehungsweise hat man das vielleicht auch so gemacht zu der Zeit, wo ich geboren wurde, so in den 70er Jahren, dass Parallelität ist eine Äquivalenzrelation. Das macht man so, also jede Gerade ist zu sich selbst parallel, was auch so ein bisschen störrisch ist, ne? Weil sollten Sie nicht sagen, zwei Geraden sind parallel, wenn Sie keine Schnittpunkte haben. Das ist dann irgendwie nicht so günstig, weil man will noch den Fall haben, aber man sagt das auch, sagt das absichtlich, zumindest Lehrer, die ordentlich Geometrie unterrichten wollen, dass Geraden zu sich selbst parallel sind und der Rest ist eh einleuchtend. Wenn A parallel zu B ist und B ist parallel zu C, dann ist C auch parallel zu A. Man kann die Parallelität ja zum Beispiel so bestimmen, dass man sagt, egal welchen Punkt der einen Gerade ich mir heraussuche, der Normalabstand zur anderen Gerade ist immer gleich. Und das ist offensichtlich auch richtig, wenn ich zweimal dieselbe Gerade nehme, dann ist halt immer Null. Und dann hat man dieses Problem umgangen. Wobei das auch ein Problem hat, weil das nur in der euklidischen Geometrie funktioniert. Parallelität und Abstandsgleichheit ist nicht unbedingt dasselbe. Das funktioniert nur ausnahmsweise. Ja. Die nächsten Äquivalenzrelationen, über die man auch nicht redet, sind dann die Bruchzahlen und so, aber das kommt dann gleich noch. Hier sind Beispiele, also die Gleichheit ist die Mutter aller Äquivalenzrelationen und dann die wichtigste vielleicht für diese Lehrveranstaltung, wenn Sie die ganzen Zahlen hernehmen und ein C aus den natürlichen Zahlen, wobei das möglichst nicht 1 sein sollte, weil bei 1 ist das mit dem Restlassen so ein bisschen schwierig, dann kann man sagen, wenn zwei Zahlen stehen, dann in Relation zueinander, wenn Sie sie denselben Rest lassen bei Division durch die Zahl C. Das ist auch eine Äquivalenzklasse, sehr auch leicht überlegen. Natürlich lässt eine Zahl denselben Rest bei Division durch, meinetwegen 17, wie sie selbst. Wie sollte das anders gehen? Und wenn jetzt die eine Zahl 17 lässt und die andere Zahl lässt 17, so, dann gilt natürlich die Beziehung auch umgekehrt. Also die 1 steht modulo 3 mit der 4 in Relation, weil die beide den lässt 1 beim Teilen durch 3 lassen. Und dann heißt das natürlich auch, die 4 steht in Relation zur 1 und nicht nur die 1 steht in Relation zur 4. Also das ist ganz symmetrisch, so wie das aufgeschrieben ist. Und transitiv ist es auch. Also wenn die 4 in Relation zur 7 steht, dann und die 1 steht in Relation zur 7, dann steht auch die 1 in Relation zur 4. Das ist auch kein Problem, weil die alle 3 Divisionen durch 3 denselben Rest lassen. Könnte man jetzt wieder einfach darauf zurückführen, dass man dann hinschreibt, was das eigentlich heißt. Nämlich, dass das heißt, dass ich die schreiben kann als irgendein n mal x plus diesen Rest. Und dann kann man das sehr leicht dann einfach aus hinschreiben, dass das immer so sein muss. Geraden hatten wir schon gesagt. Sind U und V Pfeile in der Ebene, dann kann man sagen, U steht in Relation mit V, dann, wenn U parallel gleich ist zu V. Parallel gleich bedeutet parallel gleich lang und guckt in dieselbe Richtung. Das nennt man dann auch Vektoren in der Schule. Diese sind parallel gleiche Pfeile, bilden einen Vektor. A, das ist jetzt so ein bisschen überraschend vielleicht, wenn man sich Zahlen, natürliche Zahlen, es sei denn, Sie haben jemand, ich weiß gar nicht, ob macht man in der Analysis einen konstruktiven Aufbau des Zahlensystems? Eher nicht, oder? Sie haben da nicht hergeleitet, nicht mit dem Peano-Axiom angefangen und dann gesagt, die Bruchzahlen sind so und so. Das kann man aber theoretisch machen, dass man sagt, also die natürlichen Zahlen führen wir mit dem Peano-Axiom ein und jetzt wollen wir wissen, was sind eigentlich Bruchzahlen. Und dann sagen wir, naja, ich bilde Paare von Zahlen, also A, B und C, D und sage,
die sollen genau dann gleichwertig sein, wenn A mal D gleich B mal C ist. So, und wenn Sie sich das jetzt mal ein bisschen anders hinschreiben und da kreuzweise dividieren, wenn Sie jetzt da hinschreiben A durch B gleich C durch D, dann sehen Sie das, also da geht es um gleichwertige Brüche letzten Endes. So kann man Brüche definieren. Jetzt, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel stehen hätten 3, 4 und da 6, 8, dann wäre diese Gleichung erfüllt. Und für zwei gleichförmige Brüche ist die Gleichung immer erfüllt, die da steht. Und so kann man quasi definieren, wenn man noch gar nicht weiß, was Brüche sind, kann man so definieren, was Brüche sind, wenn man schon weiß, was natürliche Zahlen sind. So, das ist auch lustig, ja, A und B sind prüfungsaktive Studierende der VU, diskrete Mathematik. Prüfungsaktiv stimmt gar nicht unbedingt, das würde voraussetzen, dass sie bestehen, sonst gelten sie nicht als prüfungsaktiv. Das weiß man ja noch gar nicht, ist also ein bisschen prophetisch. Aber wenn nach dem Semester sie dann prüfungsaktiv waren und sie waren und A ist in dieselbe Übungsgruppe wie B gegangen, dann ist B auch in dieselbe Übungsgruppe wie A gegangen. Jeder geht in dieselbe Übungsgruppe wie er selbst. Und wenn A in dieselbe Übungsgruppe wie B geht und B geht in dieselbe Gruppe wie C, dann geht C auch in dieselbe Gruppe wie A. Das ist alles offensichtlich richtig. So, jetzt gibt es noch ein paar Bezeichnungen, die man einführt. Die Teilmengen, die sich dann bilden bezüglich einer Äquivalenzrelation, nennt man auch Äquivalenzklassen. Zum Beispiel wären die Übungsgruppen dieser Lehrveranstaltung Äquivalenzklassen, wenn man mal von Gruppenwechseln absieht. Dann kann man sagen, es gab ja mal Leute, die wir in die Gruppe umgeschoben haben, deswegen haut das nicht mehr ganz hin. Normalerweise geht man nicht in zwei Übungsgruppen. Außer die sind zeitlich nicht parallel. Dann gibt es so Leute, die gehen erst in die erste Übungsgruppe, hören sich die Lösung an und gehen dann in die zweite Übungsgruppe und jetzt machen einen auf schlau. Deswegen gibt es auch immer weniger Lehrveranstaltungen, bei denen die Übungen nicht gleichzeitig sind. Was an sich ein Problem ist, weil man normalerweise mit den Übungsgruppen ein bisschen die Überschneidungen kompensieren könnte. So, und jetzt aber auch wenn Sie jetzt an diese Modulo-Relation denken, ist das dann so, dass wir sagen können, die durch die Zahlen, die beim Teilen durch 3 den Rest 0, 1, 2 lassen. Also sozusagen 3 Klassen. Kann man sich wirklich vorstellen wie Schulklassen. Also gehst du in die A, B oder C? So ist das da auch. Es geht keine Zahl in zwei Äquivalenzklassen rein und jede Zahl geht auch wirklich in eine Äquivalenzklasse und so. Das hat man da. Und die enthalten jeweils alle Objekte B, die zu A äquivalent sind. So, und die nennt man jetzt Repräsentanten. So, jetzt könnten Sie zum Beispiel an der Schule sagen, wir bilden einen Schulrat, dem gehören die Klassensprecher jeder Klasse an. Ja, dann entsendet jede Klasse einen Repräsentanten. Sie könnten auch sagen, jeder, der überhaupt in dieser Klasse ist, ist potenziell ein Repräsentant der Klasse. So, und das geht eben bei Dings auch. Sie können sagen, 4 ist ein Repräsentant der Restklasse, lässt bei den Teilen durch 3 den Rest 1. Die Menge A, und da macht man so ein durch R, wo die ganzen Restklassen drin ist, nennt man die Quotientenmenge. So, die ist unter Umständen viel, viel, viel kleiner als die Menge. Wenn Sie jetzt mal überlegen, so natürliche Zahlen gibt es ja unendlich viele. Aber jetzt die Quotientenmenge bezüglich Teilbarkeit durch 2 hat ja nur 2 Klassen. Also nur gerade und ungerade Zahlen nennt man die üblicherweise. Das heißt, da hat man nur 2. Es geht sogar noch weniger. Sie können eine Äquivalenzklasse bilden, wo es nur eine gibt. Wenn Sie sagen, A steht in Relation zu B, dann wenn beide in derselben Menge sind. So, dann hätten Sie die Allrelation, dann hätten Sie überhaupt nur eine Klasse. Macht natürlich wenig Sinn, das zu machen, aber das ist so der Extremfall, der geht. Ab 2 wird es interessant. Wenn R eine Äquivalenzrelation in einer Menge A ist, dann sind zwei Äquivalenzklassen genau dann gleich, wenn deren Repräsentanten zueinander äquivalent sind. Ja, da ist jetzt eigentlich auch nicht wirklich viel zu beweisen,
Also wenn Sie jetzt sagen, ist eigentlich die Äquivalenzklasse 1 dieselbe wie die Äquivalenzklasse 4 bezüglich der Relation Modulo 3 und Sie wollen das überprüfen, dann stimmt das genau dann, wenn 1 in Relation zu 4 steht. Und genau, mehr steht da eigentlich nicht. So ein bisschen überflüssiger Satz, den könnte ich vielleicht auch mal weglassen. So, aber das heißt, dass das zwei Äquivalenzklassen gleich sind, heißt einfach, dass die Repräsentanten zueinander äquivalent sind. Ich glaube, das wäre eigentlich fast besser, wenn man das auch noch Bemerkung nennen würde. Man kann das wahrscheinlich auch beweisen, ist aber auch langweilig. So, Beispiele für Äquivalenzklassen. So, wenn man sagt, zwei Zahlen stehen in Relation, dann, wenn sie gleich sind, ist das so ein bisschen langweilig, zum Beispiel auf den reellen Zahlen, weil da kommen halt wieder die reellen Zahlen als Äquivalenzklassen raus. Das ist der andere Extremfall, der auch nicht wirklich viel bringt. Aber es haut hin, ne? Wenn Sie Gleichheit als Äquivalenz nehmen, dann haben Sie nachher als Äquivalenzklassen wieder genau die ganzen Zahlen, die Sie da am Anfang auch schon hatten. So, für U und V-Pfeile in der Ebene, U ist parallel gleich zu V, ergeben sich als Äquivalenzklassen genau die Vektoren in der Ebene. Außer Sie sind ganz, ganz streng und sagen, es gibt ja eigentlich keinen Nullvektor als Pfeil. Dann müssen Sie sagen, okay, das muss mir jetzt halt denken, dass es da auch so einen Pfeil gibt, den man gar nicht sehen kann. Das wäre vielleicht so ein bisschen das, wo Sie sagen könnten, es gibt ja den Nullvektor, gibt es ja irgendwie, aber es gibt ja eigentlich keine Pfeile, die man irgendwie hinzeichnen kann, die so ausschauen. So, das hatte ich gerade schon gesagt, das ergibt als Äquivalenzklassen die positiven rationalen Zahlen, wie man sich leicht klar macht, wenn man das kreuzweise so durch Divisionen hinschreibt. Für AB ergeben sich die Äquivalenzklassen, die heißen auch Restklassen modulo C. Also die haben sogar einen eigenen Namen, die heißen Restklassen. So, für Menschen A, B mit A hat dieselben Eltern wie B, bezeichnet man die Äquivalenzklassen üblicherweise als Geschwister. Dann hat man dieses Bruder-Schwester-Problem nicht. So, jetzt kann man noch sagen, leibliche Eltern oder bla bla bla, aber auf den Streit lasse ich mich jetzt nicht ein. Da könnten ja auch Adoptierte dabei sein und so, aber hat dieselben Eltern. Oder hat mindestens ein gleiches Elternteil, dann könnten Sie vielleicht sagen Halbgeschwister oder so. Das gucken wir uns jetzt alles nicht an. So, jetzt gibt es noch einen Satz, den ich auch nicht wirklich beweise, sondern nur plausibilisiere. Die Quotientenmenge einer Äquivalenzrelation bildet eine Partition der Menge, nennt man das. Das heißt, eine Zerlegung von A in paarweise Disjunkte. Disjunkt heißt, hat keine Schnittmengen. Paarweise Disjunkt heißt, es haben nie zwei von diesen Mengen irgendwelche Schnittmengen. Nicht leere Teilmengen, das heißt, für alle AI, für alle Äquivalenzklassen gilt und alle Elemente gilt, wenn A nicht in Relation zu, wenn das eine Element nicht in Relation zum anderen steht, also da steht nicht AI, steht in Relation zu AK, dann folgt daraus, dass die Äquivalenzklassen keine Schnittmenge haben. Das ist der erste Teil, paarweise disjunkt. Dann, wenn man von allen Elementen die Äquivalenzklassen nimmt und die alle miteinander vereinigt, dann geht nichts verloren. Dann habe ich auch tatsächlich die ganze Menge erwischt. Und es gibt eben keine Teilmenge, die leer ist. So, das ist aber, also vom Beweisen ist das auch irgendwie so ein bisschen störrisch, weil das teilweise so selbstverständlich ist. Also jetzt hier nehmen, wie wollen Sie das denn machen, eine leere Äquivalenzklasse erzeugen? Wie soll das funktionieren? Geben Sie mal eine Idee, wie das gehen soll. Das funktioniert nicht. Und hier ist es auch relativ klar. Also wenn die zwei nicht in Relation stehen, dann sind die Schnittmengen leer. Das können wir einfach mit dem Satz vorher beweisen. Wenn hier stehen würde, wenn ich jetzt sagen würde, es gibt eine Schnittmenge, dann gäbe es ja ein
Element, das in beiden drin liegen würde. Dann wird das aber miteinander in Relation stehen. Und dann fallen sofort die beiden Mengen zusammen. So solche Beweise verlange ich in Prüfungen eh nie, deswegen beweise ich es jetzt auch nicht genauer. So, das hat dann aber einfache Folgerungen, nämlich dass die feinste Äquivalenzrelation in einer Menge ist immer die identische Relation. Feiner geht's nicht. Also es kann, wenn Sie jetzt an endliche Mengen denken, können Sie nie mehr Äquivalenzklassen haben, als die Menge überhaupt Elemente hat. Wenn die Menge 5 Elemente hat, können Sie auf der keine Äquivalenzrelation bilden, die 10 verschiedene Klassen hat. So. Das stimmt in gewisser Weise sogar auch noch für unendliche Mengen, aber da müsste man sich dann über anderes unterhalten. Was ja ganz interessant ist, weil ich Ihnen vorhin erzählt habe, dass auf der Menge der Zahlenpaare der natürlichen Zahlen lassen sich die Bruchzahlen bilden. Es gibt also genauso viele Bruchzahlen, wie es Zahlenpaare natürlicher Zahlen gibt. Da könnte man ja streiten, ob es nicht vielleicht ein bisschen mehr gibt oder so. Das ist aber nicht so, gibt es genau gleich viele. Die gröbste Äquivalenzrelation ist die Allrelation, ja, also wo man dann nur eine Äquivalenzklasse hat, wo einfach alle drin sind. Ist auch irgendwie klar. Weil wenn man behaupten würde, es geht noch gröber, was soll das heißen? Dann müsste es ja 0 Äquivalenzklassen geben, das würde aber zudem oben im Widerspruch stehen. Ist ja mindestens, also jedes Element muss ja in irgendeiner drin sein und wenn Sie 0 Klassen haben, wird das schwierig, 30 Schüler unterzubringen. Sonst können Sie natürlich sagen, naja, es gibt schon Schulen, wo es nur eine Klasse gibt, weil unter 30 wird halt nicht geteilt. Kann man schon machen. So, aber, und dann können Sie sich auch wieder vorstellen, da Klassen mit weniger als einer Person ist auch ein bisschen schwierig. Es sei denn, Sie würden zulassen, einer geht wieder in mehrere rein und die sind dann, aber das ist ja alles nicht erlaubt mit den Sachen, die da oben standen. So typisches Beispiel sind die Restklassen und da gibt es so verschiedene Schreibweisen. Man kann dann sagen, alle Zahlen, die kongruent, man kann sagen, die mit A bezeichnen wir die Menge aller Zahlen, die modulo n kongruent zu A sind, was man auch schreiben kann als B Element Z mit B und dann so drei Linien, was heißen soll kongruent? A modulo n. Zweite Möglichkeit, das aufzuschreiben, man kann diese Menge auch als alle ganzen Zahlen b beschreiben, die bei Division durch n denselben Rest wie a lassen. Dann sagt man, a ist die Menge aller Zahlen b Element z, wo b mod n ist gleich a mod n. So kann man das auch schreiben. Man kann sich die Menge dann auch so vorstellen, dass man von A ausgeht und jeweils Vielfache von N dazuzieht oder abzieht. Also Sie nehmen erst A gehört dazu, dann gehört wieder A plus N dazu. Wenn das Modulo N ist. Ne? Also wenn Sie jetzt Modulo 3 denken zum Beispiel, wenn 1 dazu gehört, dann gehört auf jeden Fall 1 plus 3 dazu, weil beim Teilen durch 3 fällt die 3 ja weg. Die ist ja durch 3 teilbar und dann bleibt genau als Rest die 1. So, jetzt geht es weiter, addieren Sie nochmal die 3 dazu, macht auch nichts kaputt, weil die geht ja jetzt wieder. Beim Teilen durch 3 ist die ja irrelevant und abziehen dürfen Sie sie natürlich auch. So, und die Zahlen bilden alle die Menge der Zahlen, die zu A kongruent sind. So, und jetzt kann das A aber auch die 4 sein. Ich könnte auch sagen, das ist die Äquivalenzklasse 4. Und dann addiere ich 3 immer dazu. So, das ist egal. Ich könnte das auch die Äquivalenzklasse der Zahlen nennen, die beim Teilen durch 3 den Rest 4 lassen, wenn man es nicht so ganz ordentlich macht. Quasi. Aber das sind dieselben Restklassen. So, seien A und B ganze Zahlen, dann gilt für die Restklassen, so kann man das auch aufschreiben, A ist dieselbe Restklasse wie b, genau dann, wenn n die Differenz von a und b teilt. Weil ich beliebige Vielfache von n zu addieren kann. Das ist manchmal ganz hilfreich, in so Beweisen, die mit Modulo zu tun haben, das so aufzuschreiben. So.
Jetzt kann man leicht kann man Folgerungen haben. Es gibt genau n verschiedene Restklassen modulo n. Das sind genau die Klassen 0, 1 bis n minus 1, die man natürlich anders nennen kann. Aber mehr Restklassen kann es nicht geben, weil es einfach nicht mehr Reste gibt. Jetzt können Sie die Restklasse 0 natürlich auch die Restklasse 3 nennen, aber das ändert nichts. Trotzdem lässt das beim Teilen durch 3 den Rest 0. Das ist dann wieder dieselbe Klasse, das ist nur ein anderer Repräsentant. Satz, Fragezeichen, Fragezeichen ist ein Problem, weil letztes Mal, ja, da sehen Sie, da gehen die LaTeX-Label-Ref-Dings kaputt. Letztes Jahr habe ich einen Satz von der letzten Vorlesung noch in dieser Vorlesung gehabt. Und jetzt fehlten aber die entsprechenden Folien, deswegen weiß der jetzt nicht mehr, auf welchen Satz das verweist. Das verweist auf den Satz der letzten Vorlesung, wo wir gesagt haben, es ist egal, ob man zwei Zahlen addiert und dann den Rest bestimmt oder ob man erst den Rest bestimmt von der einen Zahl und den Rest bestimmt bei der zweiten Zahl und dann die beiden Reste addiert. Das läuft auf selbe hinaus. Und beim Multiplizieren genauso. Ob ich sage 3 mal 4, davon der Rest modulo 5 ist dasselbe, wie wenn ich sage 3 modulo 5 und gucken, was hat die als zweite Zahl? 4 habe ich gesagt, ne? 4 modulo 5 und wenn ich das mal nehme, das kommt auf selbe raus. Und das kann man jetzt mit der Restklassensprache halt etwas anders formulieren, dass wir einfach sagen, die Summe beliebiger Repräsentanten liegt genau in der Klasse A plus B, kann man aufschreiben. Das wäre das. Also die 3 plus 4 Klasse modulo 5 ist dasselbe wie 3 modulo 5 plus 4 modulo 5. So, und bei Mal kann man das genauso schreiben. Und dafür hat man einen Namen, der dann wichtig ist. Das nennt man Addition und Multiplikation sind Repräsentanten unabhängig definierbar. Das ist zum Beispiel auch bei Vektoren so. Da macht man das beweisen wir dann in Schulmathematik, lineare Algebra. Da beweisen wir was, dass die Addition von Pfeilen, wenn man die geometrisch definiert, unabhängig von der, also die Addition von Vektoren, die man als Menge unendlich vieler parallel gleicher Pfeile bezeichnet. Es gibt einen Fall, das ist auch das Problem, warum man nicht Zähler plus Zähler mal Nenner plus Nenner als sinnvolle Addition auf den Bruchzahlen definieren kann. Das wäre nicht repräsentantenunabhängig. Das können wir vielleicht mal machen, damit man das mal gesehen hat. Also ich hatte ja vorhin gesagt, dass AB gleich CD, das haben wir ja normalerweise so gesagt, dass das gilt, wenn AD gleich C mal B ist. Und wenn Sie jetzt sagen, also aha, dann ist ja wohl dasselbe 1/2 wie 2/4 und sagen wir jetzt mal 1/3 ist dasselbe wie 2/6. So, und wenn ich jetzt als Addition definieren würde, AB plus CD, ich male da extra mal so einen Kringel drauf, damit man weiß, dass das nicht die echte Addition ist. Aber ich könnte ja mal so eine Addition definieren, wo ich das so rechne. Könnte ich ja mal machen, ne? Ist ja nicht verboten, in der Mathematik darf man ziemlich viel. So, und wenn ich das jetzt machen würde, würde ich jetzt einmal rechnen, 1/2 plus 1/3, da käme raus 2/5. Ich male hier extra wieder den Klingel dazu. Und 2/4 plus 2/6 ist gleich 4/10. Dann habe ich es gerade so gemacht, dass es hinhaut. Trick 17 mit Selbstverarschung. Schade, weil jetzt ist 2/5 dasselbe wie 10. Das habe ich nicht geschickt gemacht. Dann machen wir das mal mit 3/9. So, da geht es jetzt besser. Das liegt daran, dass ich beides mit 2 multipliziert habe. Dann kürzt sich das netterweise wieder genau raus. So, jetzt rechne ich nochmal 2/4. Ich könnte aber schon 1/2 plus 2/6 rechnen und da wird es schon nicht hinhauen. Das kann ich auch machen. Es müsste ja auch 1/2 plus 2/6 wieder dasselbe ergeben. So, da kommt aber raus 3/8. Und 3/8 ist jetzt aber nicht dasselbe wie 4/10 und ist auch nicht dasselbe wie 2/5. So, und jetzt kann ich es mit den 3/9 auch nochmal machen. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel 1/2 plus 3/9, wieder mit diesem Kreis dazwischen, dann will ja auch rauskommen, 4/11 ist auch nicht dasselbe. Ne? Mit, wenn dasselbe, diese Regel, die gilt, die hier oben steht. Das heißt, das ist also auf den
auf den Brüchen gar keine vernünftige Operation, weil das nicht zu repräsentanten, unabhängigen Ergebnissen führen würde. Da würde auf einmal das Ergebnis der Addition von dem Bruch davon abhängen, ob der auch wirklich vollständig gekürzt ist. Und das sollte eigentlich nicht so sein. Deswegen muss man da leider diese etwas komplizierte Bruchrechenregel nehmen, wo man sagt, a plus c, d ist dasselbe, wenn man wie a d plus c, b geteilt durch b, d. Und da kann man jetzt tatsächlich zeigen, dass das immer repräsentantenunabhängig ist. Das machen wir jetzt aber nicht. Also die Bruchrechenregel, da spielt es keine Rolle, ob Sie hier noch ein K dran multiplizieren an das AB und an das CD, irgendein L, das haut dann immer noch hin. Dass das nachher wieder zu... Natürlich führt das auch dazu, dass Sie dann größere Zähler und größere Nenner haben, die Sie eigentlich nicht brauchen, wo Sie also noch kürzen können. Aber Sie haben dann zumindest was, was wieder in dieselbe Äquivalenzklasse, also wieder denselben Bruch darstellt, nur eben nicht gekürzt. So, das ist also was, was wichtig ist, was man zeigen muss und was oft lästig ist. Weil der Witz ist, dass man oft mit diesen Restklassen eben rechnen will und sich auch wieder darüber Gedanken macht, inwiefern sind die Restklassen eigentlich so ähnlich wie die Zahlen? Also ist das eine algebraische Struktur, die vergleichbar ist? Also bilden zum Beispiel die Restklassen irgendwie eine Gruppenstruktur oder sowas Ähnliches? Das kommt dann aber noch nächste Woche. So, jetzt gibt es noch die Ordnungsrelation. Die haben wir letztes Jahr ganz weggelassen. Dieses Jahr kommen die wieder. Die sind vielleicht nicht ganz so wichtig, wobei man schon an dem Wort poset partially ordered Z, das irgendwie den Informatikern sicher noch mal irgendwann begegnet wird. Also so ganz unwichtig sind die nicht. Die sind auch reflexiv und die sind auch transitiv, aber die sind antisymmetrisch. Also bei denen ist das so, dass die Objekte nur zu sich selbst in Beziehung stehen, die tatsächlich gleich sind. Das nennt man partielle Ordnung oder Halbordnung. Und jetzt gibt es dann verblüffenderweise noch etwas, was eine totale Halbordnung ist oder auch totale Ordnung, was so ein bisschen merkwürdig klingt. An dem Beispiel machen wir uns das jetzt aber gleich klar, wo da die Unterschiede sind. Also erstmal auf den, der Prototyp ist hier auf den ganzen Zahlen. A steht in Relation genau zu B. Genau dann, wenn A kleiner gleich B ist, ist eine totale Ordnung. Denn entweder steht A in ist A klein, also es gilt immer, A ist kleiner gleich B. Und wenn das nicht gilt, dann gilt B ist kleiner gleich A. Das ist das, was total bedeutet. Das total bedeutet, es ist eins von beiden trifft mindestens zu. Und für die, die gleich sind, trifft immer beides zu, weil wir haben ja gesagt, das ist antisymmetrisch. Die Zahlen, die gleich sind, die stehen immer zu sich selbst in Relation. So, jetzt haben wir hier A und B sind Mengen. Dann ist A, B eine partielle, aber keine totale Ordnung. Was heißt das jetzt? A ist eine Teilmenge von B. Können wir mal überlegen, ob die Eigenschaften da gegeben sind. A ist eine Teilmenge von B, gilt eine Teilmenge, nicht echte Teilmenge, steht also zu sich selbst in Beziehung. Ist reflexiv, ist kein Problem. Und genau dann, wenn die Mengen gleich sind, ist das auch symmetrisch. A ist eine Teilmenge von B und B ist eine Teilmenge von A, gilt, wenn die Mengen gleich sind, sonst nicht. Ist auch transitiv. A ist eine Teilmenge von B und C ist eine Teilmenge von A, dann ist auch eine Teilmenge von C. Aber da steht jetzt, das ist keine totale Ordnung. Warum? Es gibt Mengen, die sind disjunkt. Die haben ja gar nichts miteinander zu tun. Da ist weder A eine Teilmenge von B, noch ist B eine Teilmenge von A. Und wenn Sie jetzt sagen, die ganzen Zahlen und die geraden Zahlen und die ungeraden Zahlen. Die geraden Zahlen sind keine Teilmenge der ungeraden Zahlen und die ungeraden Zahlen sind keine Teilmenge der geraden Zahlen.
So, die stehen sozusagen gar nicht in Beziehung zueinander. Wobei sie wieder sagen können, die durch vier teilbaren Zahlen sind eine Teilmenge der durch zwei teilbaren Zahlen. So, und für die gilt auch, dass das sozusagen nicht umgedreht werden kann, aber dass eins von beiden gelten muss. So, das ist also, deswegen heißt das eine partielle Ordnung. Es ist einfach der Fall mit drin, dass etwas gar nicht in Beziehung steht. Und das gibt es hier oben nicht, ne? Bei dem Kleiner gleich mit den Zahlen gibt es das nicht. Sie können nicht sagen, so, also es ist weder a kleiner als gleich b, noch ist b kleiner gleich a. Der Fall tritt da einfach nicht auf. Und das nennt man dann eine totale Ordnung. So, jetzt gucken wir noch mal weiter. Bei der Teilbarkeit ist wieder eine partielle, aber keine totale Ordnung. Ist auch wieder so, a teilt b genau und b teilt a. Diese Symmetrie ist genau dann gegeben, wenn die Zahlen gleich sind. Sonst nicht. Und jetzt ist es aber wieder so, dass wenn, es muss nicht eins von beiden, also 3 teilt nicht 5 und 5 teilt aber auch nicht 3. Aber 2 teilt 4, aber 4 teilt nicht 2. So, also da sieht man auch wieder, das ist sozusagen, da kann auch wieder der Fall auftreten, dass die Zahlen einfach gar nicht miteinander in Beziehung stehen. Deswegen ist das nur eine Halbordnung, weil man gewisse Zahlen findet, die man nicht miteinander vergleichen kann. So, also es ist keine totale, sondern nur eine Halbordnung oder Ordnung. Jetzt gibt es noch A und B. A steht in Relation mit B. A ist kleiner als B. Das ist jetzt weder eine partielle noch eine totale Ordnung, weil das ist halt nicht reflexiv. Das ist nicht reflexiv. A ist nicht kleiner als A. Und damit fliegt es schon raus. Nur damit ist es raus. Und jetzt jetzt sagen Sie vielleicht, das ist aber Mist, dass ausgerechnet das Kleiner keine Ordnung ist. Dafür führt man dann die strenge Ordnung ein. Das ist so ähnlich wie, Sie haben vielleicht schon mal von Monotonie und strenge Monotonie gehört. Bei Monotonie ist das gleich mit drin und bei Ordnung ist das gleich mit drin. Und bei strenge Ordnung ist das gleich nicht mit drin. So, und das ist dann das Kleine, das ist die strenge Ordnung. So wie es früher war. So. Und da kann man aber auch wieder sagen, es kann eine strenge totale Ordnung geben oder es kann eine strenge Ordnung geben, wo es auch Fälle gibt, wo man Sachen nicht vergleichen kann. Und das ist eigentlich auch wieder ganz leicht. Ne? Wir haben jetzt das Kleine ist der Prototyp für die strenge totale Ordnung. Alle Zahlen kann man mit kleiner miteinander vergleichen und es treten immer die Fälle auf, es ist entweder kleiner, es ist größer oder es ist gleich. Ein drittes gibt es nicht. Und jetzt kann man wieder sagen, echte Teilmenge. Echte Teilmenge? Jetzt kann eine echte Teilmenge von B sein. Das schließt aus, dass B eine Teilmenge von A ist, außer die wären gleich und das ist ja nicht erlaubt. Das wäre also der dritte Fall. Sie sind gleich. Aber es gibt jetzt wieder dieses Problem mit, wie vergleicht man die Menge der geraden Zahlen mit der Menge der ungeraden Zahlen? Gar nicht, weil die haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Die Geraden sind wieder eine Teilmenge der ungeraden Zahlen, sind die ungeraden eine Teilmenge. Also ist das keine totale Ordnung. Da gibt es Dinge, die man nicht miteinander vergleichen kann. Also gibt es hier auch wieder die Unterscheidung strenge Halbordnung und strenge totale Ordnung. So ist von der Bezeichnung so ein bisschen Dings. So, hier sind auch noch andere Beispiele. A, B, Element Z mit A ist kleiner als B ist eine strenge Halbordnung und totale. Ist eine strenge Halbordnung und strenge totale Ordnung, muss da natürlich stehen. Pfui. So. Pfui, da muss natürlich stehen, ist eine strenge und strenge totale Ordnung. Das andere geht ja gar nicht. So, auf der Menge aller Menschen ist ein Vorfahre von eine strenge Halbordnung, aber keine strenge Totalordnung. Ne? Also man kann nicht sein eigener Vorfahre sein und wenn jemand mein Vorfahre ist, dann bin ich sicher nicht sein Vorfahre und so. Das funktioniert alles, aber es gibt dann halt auch Leute, die haben verwandtschaftlich gar nichts mit meiner Familie zu tun. Die kann ich dann mit der Ist-Vorfahre von Relation gar nicht miteinander vergleichen. So.
ah ja, jetzt steht, wie man die bestimmen kann. Man kann sagen, die ist irreflexiv und transitiv. Und das reicht dann schon. Die ist dann automatisch asymmetrisch. Also wenn ich sage, etwas ist irreflexiv und es ist gleichzeitig transitiv, dann ist das automatisch asymmetrisch. Und das kann man auch ganz leicht beweisen. Wenn etwas irreflexiv ist, dann heißt ja, dass für alle A aus dieser Relation, die nennen wir vielleicht mal R, gilt A, R, A nicht. Also kein A steht mit sich selbst in Relation. So, und dann andererseits hatten wir gesagt, was habe ich da draufstehen? Die soll transitiv sein, das soll ja heißen, für alle A, B, C in dieser Relation soll gelten A Relation B und B Relation C, daraus folgt A Relation C. So, und jetzt zeige ich, dass daraus folgt, dass das nicht symmetrisch sein kann. Also, dass das asymmetrisch ist. Das mache ich nämlich ganz trickreich, dass ich sage, na ja, wenn das symmetrisch wäre, wenn also gelten würde A, R, B, daraus folgt A, R, B, R, A, dann kann ich ja jetzt folgenden Fall machen. Dann würde ja gelten A, R, B, daraus folgt B, R, A. Wenn das stimmen würde, dann würde ja gelten A, R, B und B, R, A. Und dann müsste ja mit der Transitivität, die ich hier stehen habe, gelten A, B, B, A, also A, R, A. Ja, das habe ich aber verboten. Also hier Widerspruch zu 1. Also hier mit 2, jetzt machen wir es mal ordentlich, 2. Annahme, schreiben wir hier noch davor, A, R, B, dann folgt B, R, A. Dann folgt mit zweitens A, R, B und B, R, A, daraus folgt A, R, A. Und das ist verboten wegen 1. Fertig, das kann also nicht sein. Es gibt keine Relation, die symmetrisch ist und gleichzeitig irreflexiv und transitiv. Das verträgt sich gar nicht miteinander. Das wäre eigentlich auch ein schöner, schon ein bisschen schwieriger Beweis. Vielleicht, wir lieber machen so Beweise, wo man zeigen soll, dass irgendwas die Eigenschaften hat, das ist angenehmer. Ah, jetzt kämen schon die Funktionen. Lohnt sich das noch? Ja, aber zu den Eigenschaften der Funktionen kommen wir sicher nicht mehr. Ich meine, das andere, was ich hätte ja noch so ein paar Sachen mitgebracht. Wir machen erstmal noch ein schwieriges Beispiel vom letzten Jahr aus der Übung, dass wir mal eine etwas schwierigere gesehen haben. Das ich dann dieses Jahr natürlich nicht mehr für die Übung nehmen kann. Aber das wäre eh ein bisschen schwer, das ist ja sogar letztes Semester. Also ich sag mal, A und B sind ganze Zahlen und A soll in Relation zu B stehen. Genau dann, wenn gilt, A plus B ist Kongruenz zu A mal B modulo 2. Und da frage ich jetzt, ist das irgendeine besondere Relation. So, da muss ich jetzt also die ganzen Eigenschaften durchgehen. Ja, also Äquivalenzordnung, strenge Ordnung, totale Ordnung. Also so, ich würde dann normalerweise, ich kann auch einfach hinschreiben, überprüfen Sie die Relation auf Asymmetrie, Symmetrie, so und geben Sie gegebenenfalls an, ob es sich einmal mit der Äquivalenzrelation, Ordnungsrelation oder strenge Dingsrelation handelt. So, und da müssten Sie jetzt quasi anfangen, so rumzutun. So, aber erstmal müssen wir verstehen, was da überhaupt steht. Da steht, A plus B ist kongruent zu A mal B mod 2. Das ist so ein bisschen dämlich, absichtlich dämlich hingeschrieben. Das ist eigentlich leichter, wenn man da hinschreibt, A plus B modulo 2 ist dasselbe wie A mal B modulo 2. Das steht da ja eigentlich. Also beim Teilen durch 2 lässt A plus B denselben Rest wie A mal B.
so Zahlen gibt's, ne? Zum Beispiel 2 und 4. 2 plus 4 ist 6, lässt beim Teilen durch 2 den Rest 0. 2 mal 4 ist 8, lässt beim Teilen durch 2 den Rest 0. Also so Zahlen gibt's. Und selbst wenn nicht, wäre es ja trotzdem eine Relation, selbst wenn es das gar nicht gäbe. So, aber das, also da gibt es schon mal Fälle. Das Erste, was man da überlegen sollte, ist, wann stimmt das eigentlich? Für welche Zahlen haut das eigentlich hin? Dass man sich das mal so grob überlegt. Also 2 und 4 habe ich schon gespoilert, für die funktioniert das. Wie schaut es denn mit 2 und 6 aus? 2 plus 6 ist 8, beim Teilen durch 2 ist gerade, 2 mal 6 ist... So, wie schaut es denn mit 2 und 5 aus? 2 plus 5 ist ungerade und 2 mal 5 ist aber gerade. Aha, für welche Zahlen haut das also hin? Das haut genau dann hin, wenn beide Zahlen gerade Zahlen sind und sonst nicht. Gucken wir nochmal, 2 ungerade Zahlen addiert, die Summe ist nicht durch 2 teilbar. Nicht zwingend. Ja, also doch, die Summe ist immer durch 2 teilbar. Entschuldigung. Jetzt erzähle ich genau Quatsch. Das Produkt nicht. Das Produkt nicht, weil wir haben ja die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. So, das Jahr ist noch frisch. Wir haben die Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. Wenn ich 2 Zahlen miteinander multipliziere und keiner hat den Primfaktor 2, dann hat das Ergebnis auch nicht den Primfaktor 2. Also da bleibt immer ein Rest. Aber bei der Addition ist klar, wenn die eine Zahl den Rest 1 lässt und die andere Zahl den Rest 1 lässt, dann hatten wir ja gelernt, dass die Summe der Reste, so zack, 2 ist also wieder 0. So, also für die ungeraden Zahlen kann es nie stimmen. Weil bei den Produkten ist das immer so. Und wenn man jetzt gemischte Zahlen hat, haut es auch nicht hin. Weil da ist es so, da habe ich ja dann die Summe der Reste, ist ja dann 0 plus 1, ist also die Einserklasse. Und wenn ich aber zwei, irgendwas, was durch 2 teilbar ist, mit irgendwas anderem mal nehme, ist das relativ wurscht, was das andere ist. Das ist immer noch durch 2 teilbar, also in der Nullklasse. Weil das ist ja halt 0 mal 1, ist 0. So, und jetzt muss ich mir überlegen, aha, mit dem Wissen kann ich jetzt überprüfen, welche der Eigenschaften das hat. Erstmal symmetrisch, so. Symmetrisch oder, erstmal reflexiv, irreflexiv oder keins von beiden. So, also wie schaut's aus, reflexiv? Schauen wir mal. Wann steht A immer in Relation mit sich selbst? Oder steht A nie in Relation mit sich selbst? Oder was ist das? Und da haben wir eigentlich gerade schon geklärt, ne? Es steht immer in Relation, wenn es eine gerade Zahl ist. Und es steht nie in Relation, wenn es eine ungerade Zahl ist. Also es ist keins von beiden, weil auf der Gesamtmenge stimmt es dann nicht. Ne? Sie finden, und der Beweis wäre hier sehr leicht, dass Sie einfach sagen, weder symmetrisch, reflexiv, noch irreflexiv. Weil 2 eher 2, 2 plus 2 kongruent 2 mal 2 mod 2, können Sie jetzt noch ausrechnen, das ist gleich 0 mod 2, aber 3 eher 3, 3 plus 3 kongruent 0 mod 2 und 3 mal 3 kongruent 1 mod 2 ungleich. So, jetzt kann es also weder reflexiv noch irreflexiv sein, weil für beides haben Sie ein Gegenbeispiel gefunden. Sind Sie fertig. Jetzt gucken wir bei Symmetrie. Das schaut besser aus. Ne? Wenn A zu B in Relation steht, dann wissen wir schon, dass beides, was sind dann beides? Gerade Zahlen. Also wenn A eine gerade Zahl ist und B eine gerade Zahl ist und C ist eine gerade Zahl,
Dann ist aber auch A und C. So, das wäre Transitivität. Das habe ich jetzt wieder falsch gemacht. Aber transitiv ist es. Jetzt haben wir transitiv schon mal geklärt. Transitivität haben wir schon mal geklärt. So, aber Symmetrie ist es natürlich erst recht. Und hier könnten Sie jetzt einfach schreiben. Jetzt machen wir, wenn ich jetzt sage, also das hier war, das war eins. Jetzt kommt der zweite Fall. Symmetrisch. Asym, Antisym oder nichts von den Dreien. Das ist sozusagen die zweite Frage. Da schreiben Sie jetzt hin symmetrisch, Komma, da A, R, B, genau dann gilt, Komma, wenn A, Komma, B gerade Zahlen sind, also, jetzt können Sie zum Beispiel schreiben, A ist gleich N mal 2, B ist gleich M mal 2 mit, ja, das ist eigentlich fast schon überflüssig, mit N, M, M Element Z. So, also ich würde eigentlich, mir wird das dann schon reichen, weil man ja jetzt sagen könnte, so, wenn jetzt aber A eine gerade Zahl ist und B, ich weiß gar nicht, wie das nicht symmetrisch sein sollte. Ich weiß gar nicht, was ich da noch schreiben soll. So, also das ist irgendwie eigentlich selbstverständlich, weil es beides gerade Zahlen sind. Weil das ist ja, da könnte man jetzt so argumentieren, dass man sagt, das heißt ja eigentlich nur, das heißt, die stammen aus ein und derselben Menge. Und das A aus derselben Menge stammt wie B ist immer dasselbe, wie das B aus derselben Menge stammt wie A. Also so, also da würde ich, das hier bringt irgendwie nichts mehr, da kommen wir nicht mit weiter. Das reicht. So. Und würde mir als Erklärung jedenfalls in der Prüfung reichen. Und bei Transitivität genauso. 3, Transitivität ist A eine gerade Zahl, ich kann Ihnen auch jetzt gleich noch sagen, warum das reicht, und B eine gerade Zahl und B eine gerade Zahl und C eine gerade Zahl, dann sind auch A und C gerade Zahlen. So, und jetzt kann ich Ihnen sagen, warum man da sonst nichts dazu machen muss. Diese Bedingung, dass A und B in Relation stehen, ist ja gar keine Bedingung, die A in irgendeiner Weise mit B verknüpft. Die sagt ja einfach nur, die müssen beide durch 2 teilbar sein. Also da muss ich einfach nur sagen, damit die überhaupt in Relation, und das reicht dann auch schon. So, das ist aber eigentlich nur eine Eigenschaft, die sich nur auf eins der Elemente bezieht. Für die Frage, ob A eine gerade Zahl ist, muss ich mir B ja gar nicht anschauen. So und deswegen ist da sonst nichts mehr zu tun. Das heißt, wenn das A und B in Relation stehen, heißt, die haben einfach eine bestimmte Eigenschaft, nämlich die sind gerade. Das haben dann aber automatisch beide Elemente. Und bei dem dritten wird es noch klarer. Ne? Wenn jetzt A und B das erfüllen und B und C erfüllen das. Ja, aber das ist egal. Man kann das sowieso an einer einzelnen Zahl erkennen, ob die überhaupt potenziell mit einer anderen in Relation stehen könnte. Und wenn sie in Relation stehen, dann steht sie zu allen anderen durch zwei teilbare Zahlen. So, und andererseits, wenn jetzt das beim B nicht wäre, ja, dann wird es ja eh nicht hinhauen. So, also deswegen ist das so ein bisschen so ein Spezialfall. Ich weiß nicht, ob wir noch eine etwas normalere Relation uns ansehen sollten. Ja, auch eine relativ, vielleicht machen wir auch noch ein Beispiel, damit wir die Funktion, ach nee, es ist jetzt eh schon Feierabend.